Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg Richtung Valentine. Und da wollen wir vor allem erstmal Fisch verkaufen und gucken, was uns denn der Fisch überhaupt bringt. Ja, die Köder habe ich so in Erinnerung mit 50 Cent für 5 Köder, Würmer. Und die Angler 32 gekostet. So ungefähr. Sagen wir mal 330, ich weiß nicht mehr. Das war so ein krummer Betrag irgendwie. 33 aufgerundet die Angel. Und dann 20 Köder. Also 2 Dollar nochmal der Köder. Also 35 sollten wir schon bekommen. Für die Fische, die wir jetzt geangelt haben. Mit 20 Ködern. Ein paar sind abgehauen. Ein paar Köder haben wir verloren. Einen haben wir wieder freigelassen. Aber das sind ja nur Mini-Beträge, denke ich mal. Oh, sorry. Oh nein, das war ein Pferd. Hoppla. Pferdefleisch haben sie noch nicht gegessen im Wilden Westen? Ach doch, bestimmt. Die haben doch alles gegessen. Die haben doch sogar Schildkröten gegessen und Leguane. Tut mir leid. Kann ich das rausschneiden nachher? Ich will kein Pferdemörder sein. Eieieiei. Das sah aus wie ein Reh. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet. Rechts unten steht doch immer, was für ein Tier das ist. Oh Mann. Hoffentlich hat das keiner mitbekommen. Wären wir schneller gewesen, hätten wir es vielleicht noch retten können. Und dann zureiten können. Ja. Was habe ich gesagt? 35 Euro, Dollar müssen wir schon rausbekommen. Wäre nicht schlecht, 35. Oh Mann, Lassie mag uns jetzt mit Sicherheit nicht mehr. Welcome. Genau, wo sind die Fische? Hier sind die Fische. Wir bekommen 2 Dollar hierfür. 5 dafür. 1 Dollar pro Fisch. Okay, dann könnte das aufgehen, ja. 2, 5 sind 7. 8,50 und 20 hier für die 10. Echt? You know, whenever they hang a man just down the way there, trade really picks up. Appetite's a funny thing, ain't it? 27, 28. Oh, fast 30, also lohnt sich das auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall, angeln. Ah, Moment. Wo ist denn unser Pferd? Da bist du doch. So. Da ist doch auch was hinten drauf auf dem Pferd, oder nicht? Das verkaufen wir doch zuerst hier. I can give you a little. A lot of folk coming by with these lately. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. A lot of folk coming by with these lately. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. A lot of folk coming by with these lately. Seems
Seems everyone with a rifle been hunting these of late. All right, I'll take it. A lot of folk coming by with these lately. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. All right, enjoy. Bandsaws they got us working with. Might as well lie. I knew you'd be back. Have a look around. Ah, ja. Ach, hier steht der Preis ja sogar noch dran. 32,50 hat die gekostet. Ja, und die kosten hier 50 Cent, also 1 Euro pro Fisch. Aber das kommt ja auch nicht ganz hin, denn das waren ja 10. Für die Barsche kriegen wir, glaube ich, 2 Euro dann. Ja, genau, 2 Euro. Für die Barsche sind also besser. Aber egal, pro Fisch 1 Dollar. Ja. Kann man nicht gleich alles kaufen? War schon. Wie sieht's mit unseren Pfeilen aus? Und wie viele Pfeile haben wir? Well, it's always here if you want to take another look. All right. Sorry we couldn't help. Come on now. Keep moving, will you? Lord, no! So, dann schauen wir uns mal unseren Fortschritt noch kurz an. Was sich da so getan hat. Rankfreischaltungen. Oh, yo. Da sind wir ja schon schön weit gekommen. Na, vielleicht schaffen wir sogar noch die 22, damit wir diese Pfeile machen können. Demnächst. In der nächsten Aufnahmesitzung vielleicht. Händler, Rang 2. Haben wir denn da nicht irgendwas Schönes bekommen jetzt? Schönes Outfit. Rang 3. Kommen wir einfach nicht dran. Warum denn nicht? Wir handeln doch die ganze Zeit. Wir betreiben doch Händler wie die Irren. Och, Händlerwettkämpfe. Du bist herzlichst eingeladen, an neuen Wettkämpfen teilzunehmen. Okay. Ein besonderes Abzeichen. Naja. Nö. Hier können wir noch nichts kaufen. Händler eben. Wie sieht's hier aus? Was ist hiermit? Ach so, den kriegen wir nur bei Madame Nazar. Irgendwann sollten wir uns das aber doch mal merken. Damit wir nicht immer fragen, oh, was ist damit? Okay. Kopfgeldjäger haben wir noch gar nichts geschafft. Doch. Oh, was können wir denn hier kaufen? Wakini? Wakine. Und eine Gürtelschnalle. Ein schöner Revolver. Und das krasse Pferd. Der Bretone. Heller Rotfuchs. Rotschimmel. Ist da denn irgendwas jetzt besonders interessant für uns? Eigentlich das hier. Verstärktes Lasso. Ein Lasso aus verstärktem Seil. Um gesuchte Personen sicher zu fesseln.
Ja, muss jetzt nicht sein, oder? Können wir aber mal freischalten, denke ich. Der Lagerstil sieht interessant aus vom Kopfgeldjäger, oder? Meine ich das nur? Ach, die Bola kann man nur, wenn man Kopfgeldjäger ist, haben. Und, ach was, echt? Rasierte Seite geht? Eine gewagte Frisur, die oft von Kopfgeldjägerinnen getragen wird. Nicht schlecht, ja, vielleicht sollten wir uns doch mal damit so ein bisschen befassen. Was ist da los? Och, na gut, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.